wir können, glaube ich, ein Level-Up machen. Ja, eins. Ich bin am Überlegen, ob ich es bei Ausdauer reinpacke oder bei Vitalität. Ich glaube, wir machen mal einen bei Vitalität. Und ich habe Angst. Ich habe Angst. Der Torwächter ist down. Hier sind schon wieder direkt die Kanonen. Tja, wie macht man das da jetzt hier am besten? Okay, sie werden von den Kanonen auch getroffen. Also können wir hier auch einfach... Wow, mal so durchrushen versuchen. Und da oben kommt hier Graf Koks von der Bananenweide. Na herrlich. Na tolle Wolle. Hat aber ihn abgekriegt. Okay, da haben wir Bede gerade ordentlich ihn. Ist es klug? Ist es klug, ihn jetzt zu machen? Ich kann mich ja hinter ihm verstecken. Weil er schirmt mich doch ab. Genau, er schirmt mich doch ab. Okay, genau so rum ist scheiße. Jetzt aber schnell. Oh, Sternfragmente sind so viel drauf gegangen. Die braucht man ja auf jeden Fall. Sag mal, wo geht's denn hier weiter? Ach so. Okay. Okay, da haben sich so eine Brücken gehoben. Und unten und dort. Okay, wir müssen, glaube ich, den Weg hier unten gehen. Und hier wartet doch bestimmt einer auf uns, oder? Nee, okay. Die Musik ist so gerade so ein bisschen stressmäßig, ne? Alles, was kriecht, ist nervig. Okay, das ist nochmal gut gegangen. Okay. Warte mal, ich will natürlich nicht getroffen werden. Jetzt habe ich hier ein Problem, ich hänge fest. Das ist jetzt nicht passiert. Ich habe bei dem Schlag mich da irgendwie verkandelt. Irgendwas ist passiert. Ja, hier dann halt wieder besser eigentlich so eine Hieb, so eine Pieks-Pieks-Waffe. Okay. Wir wissen aber erstmal, was uns erwartet. Mal die Kanone. Wir lassen ihn hier kommen und nutzen ihn gleichzeitig als Schild. Ach du Schande. So hat er jetzt von der Kanone nicht abgekriegt? Schnell weg hier. Sind die Brücken schon wieder da? Ach, die sind direkt da. Och, ich dussel.
gestern AVD-Akku vom Boss-Fight-Shop gekauft. Okay. Ja, der ist nicht gut, ne? Müssen wir uns nicht unterhalten. Aber wenn er gefehlt hat, klar, nimmt man mit. Dann nimmt man den mit, Yes Man, ganz klar. Das war gerade verdammt knapp. Okay, ich sag mal, ein Ziel von uns so. Oh. Ein Ziel von uns sollte sein, dass wenigstens diese. Oh, scheiße. Dass wenigstens diese scheiß Kanone weg ist. Ich glaube, wir gehen auch schon in die richtige Richtung. Okay, da kommt noch ein Kollege. Da oben ist die Kanone. Ich habe hier ganz schöne Probleme, muss ich mal sagen. So, erstmal die Kanone. Ich habe gesehen, da unten lag noch was, aber ist mir scheißegal. Ich will den hier loswerden. Ja! Okay, Leute. Der Rest ist mir jetzt erstmal egal. Jetzt kann ich auch sterben, eh mal von mir aus. Aber da unten lag noch was. Und da ist auch noch einer. Und da ist ein Shortcut. Dort direkt bei dem zum Stargazer hin, sehr gut. So, was erwartet uns hier denn jetzt? Irgendwie das Gefühl, als ob hier gleich was gerollt kommt. Die können, weißt du, die sind so langsam. Wenn sie dich treffen, ist halt auch assi, ne? Echt jetzt? Muss ich gefühlt echt erstmal wieder reinkommen. Das war die Explosion. Man muss nämlich extra nochmal Dreieck drücken. Ah, siehst du, und ich habe mich mit den Explosionen immer so blöd getan. Und ich habe das nämlich gestern, wo ich meinen Stream ein bisschen so nachgeschaut habe, gesehen, dass wenn ich diese Flammberge dort unten, diese Flammbürge dort unten verwende, dass dann immer kurz Dreieck dasteht. Und das ist der Moment.
für die Explosion, liebe Genossen und Genossinnen. Willkommen den Mama erstmal down hier. Hätte ich bei dem Boss, bei den Kaninchen verwenden müssen. Bei den Hähnchen. Veteran-Amulett. Erhöht die maximale Legion. Was hab ich jetzt drinne? Technik plus 4. Warte mal, dann würde ich tatsächlich das mal... Oh, guck mal, wie groß der Legionsbalken jetzt ist. Und ich werde immer kleiner im Stuhl. Warte mal. Nee. Ich darf halt einfach nie so versacken. Meine Güte. Wir gucken weiter. Okay, Leiter. Verdammt hohe Leiter. Die Tür kriege ich jetzt nicht auf. Okay, von der anderen Seite dann wahrscheinlich. Ein Stargazer. Habe ich hier noch Wurfdinger? Ja, Wurfkugeln halt, ne? Blind? Ah! Halt! Was ein Arsch? Wo bin ich denn? Wo bin ich denn? Dasselbe wird, dass ich auch gerade gedacht haben. Scheiße, das Ding. Aber schneller. Nicht gut. Hier gerade nur, weil ich hier runtergefallen bin.
Seitdem bin ich runtergefallen, ne? Glaub schon. Bündel von alten Briefen, ein Haufen verstaubter Briefe. Lieber Valentinus Monat, beim letzten Gipfel haben wir ehrwürdigen Familien beschlossen, den Bauplan für das Zelatoro-Labor aktiv zu unterstützen. Es gibt immer noch einige Leute, die dagegen sind, aber es wird nicht allzu schwer sein, sie zu überzeugen. Die einzige mögliche Variable, dass sie keine Informationen zum Labor preisgeben wollen. Es ist gut, vorsichtig zu sein, aber wir sind diejenigen, welche die Mittel bereitstellen, also sollten wir keinerlei Ungewissheit... Also wollen wir keinerlei Ungewissheit. Wir sollten nie einfach nur zusehen. Alte Familien hassen es am meisten, wenn man auf sie herabschaut. Ihr Alchemisten kennt und beherrscht so viele Dinge. Ihr hattet keine Ahnung, dass dieser als Teufelsgrube bekannter Ort so wertvoll ist. Doch sobald man eine Goldmine oder ein Geheimnis enthüllt hat, kann die Katze nicht mehr zurück in den Sack. Macht euch keine Sorgen wegen der Bauarbeiter. Wir kümmern uns darum, dass alles blitzblank wird. Vergiss nicht, wenn du zu Boden schaust oder versuchst, uns auszutricksen, verschwinden nicht nur die Arbeiter. Bis zu unserem nächsten Treffen. Die Namen der alten Häuser. Wolfe. Okay, hier ist irgendwo ein Schmetterling gleich, oder? Okay, wo ist hier einer? Alles klar. Das sind die, die explodieren. Noch nicht? Erstmal hier unten gucken. Es gab einen Vollmondstein, Leute. Hier ist so ein Explodierding. Also ein Störungsding. Neuner. Besser Alchemist in Odrid. Gott, da ballert einer. Da oben. Oh ja, ich hab dich doch zuerst getroffen. Da hinten ist ein Shortcut. Ich muss da hin. Mal hier. Wo sind wir denn jetzt schon wieder? Ja, weil wir hier am Anfang runtergefallen sind, ne? Ich glaube, genau bei dem Eiermaler. Oh, Dunkelmondstein. Ich habe die Orientierung verloren. Hier ist der Stargazer, ne? Ja. Wir hatten jetzt nicht benutzen. Jetzt haben wir schon so viel Gegner platt gemacht. Okay, das ist der Shortcut. Dann für hier, okay.
Hier ist der Ballertyp. Ich muss echt sagen, die Musik und die Atmosphäre in diesem Spiel, also sucht wirklich seinesgleichen. Also muss ich einfach mal sagen. Ah. So, das ist der Schütze. Hinten komme ich jetzt leider nicht lang. Wie kommt man denn dahin? Von oben dann wahrscheinlich. Wir können hier weiter. Von hier bin ich gekommen, ich Dussel. Geht's hier weiter? Mal hier oben, okay. Habe ich doch irgendwas gesehen gerade, oder? Erste Entdeckung. Camille. Camille, sie ist wahrscheinlich die erste Puppe mit einem Ergo, die der Orden entdeckt hat. Davor wurde Ergo nur als Preis für eine heilige Reise des Ordens angesehen. Es war ein Geschenk Gottes, aber sie wussten nicht, dass es der Wahrheit selbst, die Wahrheit selbst war. Doch Gott schenkte uns Narren die Offenbarung, um uns zu erleuchten. Es war ein Wunder Gottes, dass Camille zu einer Dienstmädchenpuppe gemacht wurde. Obwohl das Design noch in der Anfangsphase war, ging Camille, ein Baby, das aus dem Kinderbett gefallen war, auf und rettete es. Eine solche Funktion war im Entwurf nirgends zu finden. Ihr Aussehen und ihre Identität zu Lebzeiten waren all ähnlich. Daher war es wahrscheinlich einfacher für sie, ein Ergo zu manifestieren. Nachdem er Camille eilig zu einer Untersuchung abgeholt hatte, fand der Orden heraus, dass die Sprache versteht und hier erhielt eine Nachricht: Schick mich zurück zu meinem Kind. Durch das Verhör und das Auseinandernehmen von Camille hatte der Orden eine neue Möglichkeit, Tür und Tor geöffnet. Später tauchten Kontrollmittel wie der große Bund auf, doch im Vergleich zu dieser Entdeckung war das kein kleines Problem. Ein kleines Problem. Ergo ist ein einfacher Machtstein, es umarmt das Leben. Durch Ergo können wir die Tür zum ewigen Leben öffnen. Wache auf, entwickle dich, steige auf. In dieser Entdeckung wird die Menschheit Unsterblichkeit erlangen. Und das wird bestimmt das sein, wonach dieser Simon dort strebt. Na, kennt er Stirb langsam 3? Simon befiehlt? Och nö! Er war doch schon kurz vor der Explosion. Er hat sich durch die Tür geschlängelt. Gott, ich sehe nichts. Haben wir ein Schwein, ey. Essilator, grüß dich. Grüß dich. Matthias, ich grüße dich natürlich auch. Hier kann man runter, will ich runter, aber hier oben war doch auch noch Gelumbe. Oh. Säurehaltiges Krummschwert.
Oh. Geht auf Technik, Fortschritt und Entschlossenheit. Was ist denn eigentlich die Waffe, die am meisten auf Technik geht bei mir? Der Säbel. Okay, das Ding hier. Auch eine interessante Waffe, ne? Aber ich bin irgendwie so festgefahren von meinen Waffen her. Aha, da ist dann die Stelle, wo wir dann runter können wahrscheinlich, um dort genau das Zeug einzusammeln. Aber was sollte diese Luke dort noch? Wir gucken uns natürlich ganz in Ruhe um. Ich mache erstmal die Geschichte. Und springe hier runter. Juanimo! Schön Energie weg. Ja, für den Vollmondstein machen wir das natürlich sehr, sehr gerne. Jetzt muss ich hier aber wieder den ganzen Weg zurückwatscheln, ne? Aber ich bin cool. Für den Vollmondstein mache ich das. Hier ging's weiter. Hier links. Tja, was ist hier, ne? Das ist immer wieder hier. Okay, ey, es hat mich doch nur interessiert. Okay. Jetzt geht's hier oben weiter. Wir haben nicht mehr viel Energie und haben direkt dort so einen Bocken da drüben. Und irgendeine Kanone. Na komm schon! Das ist wieder so ein Ding. Oh, Shortcut, oder? Das jetzt, wo der Stargazer ist, die andere Seite? Hm. Okay, hast die Brücke zu dem Enfie dann fertig. Tür geht nicht auf. Da wäre ich mit meiner Energie jetzt leider nicht mehr so viel reißen können. Aber da watschen wir dann halt nochmal dahin. Der da oben ist halt der Schlimme, ne? Ja, und genau das wollte ich eben nicht. Energie.
Trifft er mich hier? Nee. Neuer Ramen? Wow, physisch bis auf 37,11. Ach, mal so ein kleiner Shortcut. Oh ja! Da geht's zum Stargazer. Jawohl! Wichtig und richtig. Geil. Wir machen natürlich einen Stufenaufstieg. Im Bereich Vitalität. Mir ja natürlich interessieren, ob ich das schaffe. Oh. Geronimo! Jawohl. Komm, geh ruhig hin, der kleine Zipfel Energie kann am Ende irgendwas bedeuten. So Leute, weiter. Ich rieche einen Bossfight irgendwie so gefühlt gerade. Und hier, genau, dort die Treppe weiter hoch quasi. Die Kanone. Kommst du her? Warum so still? Soll ich mir jetzt erschrecken? La la. La la. 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 Sehen. Oh nein, hinter ihn. Noch ein Vollmondstein. Wow. Ei, da war was. Da oben ist ein Shortcut. Steht einer. Was soll denn das hier? Oh, das muss jetzt aber schnell, bevor er mich sieht. Okay, es geht halt immer weiter nunder.
Ich hab's mir doch schon fast gedacht. Jetzt hol ich's mir aber. Oh oh. Ich muss darüber. Vielen Dank für nix. Der Rummelboxer. Das war ein bisschen gemein. Natürlich hat das Stück Holz nicht gehalten. Es war so klar. Aufpassen jetzt. Der eine oder andere war hier trotzdem, ne? Ich weiß ja nie, inwiefern, in was. Ah! Inwiefern, in was für einer Etage ich dann auch war, die mich dann nerven. Ich versuche das gerade ein bisschen zu überspielen, was gerade passiert ist. Nichts passiert. Bin auf dem Gesicht gelandet. Meine Ergos sind weg, aber naja. Mies. So, Vorsicht. Und hier war doch jetzt einer, ne? Ja. Gut. Weil hier kann ich doch so... Oh! Scheiße. Truppe? Hat er den Boss von gestern geschafft? Wo die drei am Anfang sind? Ja, Escalator! Nach über 2 Stunden haben wir es dann gepackt. Also. Leiter runtergehen. Ey, Commander! Auch wieder am Start. Grüß dich. Wo ist denn jetzt hier der Rummelboxer? Soweit springen wird nix. Hier kann ich doch hinspringen. Und hier kommt jetzt der Boxer-Guy, ne? Den ich überhaupt keinen Bock hab. Na komm.
Besser doch. Wie ihnen die Explosion egal war. Faszinierend zu sehen. Ja. Gefühlt treffen wir hier wirklich die ganze Zeit alte Bekannte. Eine Dreifaltigkeitstür. Ja, und dann ist wieder irgendeine Pisse da drin, ne? Und hier ist was. Aber wie komme ich? Dort oben. Aber hier geht's weiter, da geht's weiter. Ich weiß es nicht. Wir gehen jetzt erstmal bei dem Dreifaltigkeitsding rein. Hallo. Ach du Scheiße. Hier ist gar kein Tresor. Hallo? Oh my, an actual factual guest. I bid you welcome. Der Rätsel? Geppetto. This is our first face-to-face meeting, isn't it? And I hope you weren't too attached to the rhyming. It gets to be a chore without the transmitter to help. Welcome to my Sanctum of Riddles. I admit I did not really expect you to make this journey in person. Oh, the havoc you must have wreaked along the way. Was there much blood other than what's all over you? I know all about those alchemist cowards, hiding away on their island, growing more monstrous by the day, refusing to acknowledge either fact that they are hiding or that they are monsters. And how about you? Is this the real you? Or are you still practicing the liar's art as only you can? You must answer. The question is simple, but I repeat, you must answer. And that answer will show what or who you are. Who you have decided to be. Now listen closely and heed the king's speech. Or the answer to this one will stay out of reach. Are you a puppet? Oh. Or a human being? Ja, eigentlich bin ich... Which one are you? Ich bin eine Puppe. Das ist nun mal so. Are you a puppet? So disappointed. Scheiße. After coming so far. Doing so much, doing so much, killing, maiming, and saving, and loving. Ah, why in the name of blessed ergo would you shackle yourself once more? Please, you know it as well as I do, as we all do. We are human. We may live within the medium of ergo and. They have locked us in the prison they call puppetry. Blood and revenge, revenge and blood. You, Geppetto's puppet, you're the puppet. So, our little shadow plays over, pup. Ah, die Antwort. The play. Huh? What?
does any thanks to him. She mad. Ja, komm. Die Antwort war jetzt natürlich nicht so zufriedenstellend, ne? So, wie sieht das Kostüm denn aus? Oh. Macht schon was her, ne? Gut. Da geht's weiter und das andere hier scheint ein Aufzug gewesen zu sein. Ah, die Antwort war nicht zufriedenstellend. Ich habe heute schon die drei Nasen gesehen und freut mich, dass es euch allen gut geht. Das ist schön, da freue ich mich, Commander. Hoffentlich geht es dir auch gut. So, jetzt müssen wir doch hier zur Kiste, oder? Wow! Dich habe ich jetzt aber in den Kopf sehen. Habe ich ja einfach so ums Eck. Sag mal, das ist der Shortcut. Dir geht's auch gut, das ist schön. Na toll. Der Shortcut, aber ich mich täte halt immer noch interessieren, wo ich zu der Kiste komme. Ich bin arg verwirrt. Weil ganz unten ging es ja auch noch weiter. Oh, das sieht mir. Steht doch so eine einzelne Figur rum. Hallo? Whoa, is that you? Wow, you're really something. Wollt schon sagen. Seriously, that's impressive. How did you follow me all the way here? Fighting is always my last choice, you know? But you're not getting anywhere near my sister, friend. You'll have to go through me. Er hat Geppetto entführt. And I actually thought we were friends. In the end, I really don't care. There's only one reason we were given a mission. Ich hab keine Frucht. Sometimes you can buy friendship. So let's chat. Na komm her. Mal gucken, wie ich mich anstelle. You don't get near my sister. Got it? Alter, der hat gesessen. Aber ich kann nie gleichzeitig das machen und das machen. Okay, alles klar. Ich bin da ausgewichen. Stay alive. Even if it means fighting dirty, that's the sweetest way. Oh, er hat einfach wieder meine Spezialattacke unterbrochen. Das kotzt mich an. Aber er macht's immer so spät. Guck gar nicht ran an ihn. Even if it means fighting dirty, that's the sweeper's way.
Okay. Den packen wir aber. Er macht eigentlich immer nur seine Hieb-Attacke und... Aber trotzdem hätte mich mal interessiert, was da unten noch ist. Zum Glück haben wir den einen Shortcut. Ja, Pille-Palle, mach weg den Vogel. Ja, ja. Und jetzt mach ich mich voll zum Eumel gleich. So, hier war doch die eine Falle, ne? Hier war Shortcut. Ja, okay, die Leiter war davor. Aber... Nee, ohne aber. Hier war der Metterschling. Achso, wir sind von da irgendwie gekommen. Ach, wie auch immer, weiß ich jetzt auch nicht mehr. So. You don't get near my sister, got it? Fighting dirty, that's the sweeper's way. Sehr gut. Crazy talk. I didn't want to be a burden to my sister anyway. Wollte ihr nie zur Last fallen. Okay, ist jetzt quasi bloß noch der rote Fuchs übrig. Sah schon professionell aus. Oh, Essilator, das aus deinem Mund oder aus deinen Fingern, sag mal so.